Ja, hallo, der Micha hier von Mika News. Was habe ich denn da? Ja, ihr seht es im Hintergrund, ein Porsche 911 GT2 ist noch im Baukasten. Ich habe den noch nicht mal ausgepackt, bis auf die 911 GT2 Karosserie. Die benötige ich jetzt, und zwar hierfür. Von Tamiko gibt es hier Lichteinsetzer für vorne und hinten, für genau diese Karosserie. Und das Set möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Was bei ist, was ihr noch benötigt, vor allen Dingen, um das zu vervollständigen. Ja, wie es aussieht, mal sehen, ob ich die Karosse noch lackiere, aber jetzt bei der Vorstellung werde ich das erstmal lassen. Ich werde die nicht lackieren, ich werde euch das Set einfach mal vorstellen und ja, auch mal einbauen, zumindest in die unlackierte Karosserie. Ja, es sind 3D-Druckteile, würde ich sagen, kostet 20 Euro das Set. Was bei ist, schauen wir jetzt gleich mal rein. Keine Fensteraufkleber, keine Smiley-Aufkleber, nein. Das sind Aufkleber für die Lampen. Beziehungsweise dann später hinten für den Aufkleber, ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht. Manchmal sieht man das Heck jetzt drauf vom Fahrzeug. Nee. Und zwar hier. Dafür ist jetzt hier dieser Aufkleber. Weil in der Karosserie, da liegt quasi so ein Aufklebesatz bei. Und dann sieht man halt auch die Blinker bzw. das rote Licht dann durch, wenn man das fertig hat. Und durch den Aufkleber, der hinten drauf kommt, ist das verdeckt, was man hier dann quasi transparent lackiert. Das sind die Stellen, die quasi transparent bleiben. Das heißt, hier, wenn ich die Scheinwerfer von innen abklebe oder hier vorne die Lichter, dann macht man den Aufkleber drauf. Hier sieht man das. Hier ist schwarz und hier ist orange. Und dahinter ist dann die LED. Und durch das Orangene leuchtet das natürlich orange. Ihr könnt natürlich auch eine orangene LED dahinter setzen, was das Ganze nochmal verstärkt. Ja, also deswegen liegen diese Aufkleber hier bei, die werden von innen drauf gemacht. Kennen manche wahrscheinlich vom Maskierband oder von anderen Sachen, ne, wo man im Prinzip das vorher abklebt oder die Scheiben abklebt und dann lackiert. Und dann kann man die Scheibenaufkleber abziehen und dann hat man es transparent dahinter. Und das ist hier damit gewährleistet. Also ihr müsst nichts ausschneiden oder ähnliches. Ihr könnt die einfach passend auf diese Karosse, ist das ja zugeschnitten, passend aufkleben, nach dem Lackieren abziehen, Aufkleber drauf, Lichteinsatz montieren und schon kann es losgehen. Also beziehungsweise schon könnt ihr das Licht einschalten. Darum geht es ja. Und da sehe ich doch hier glatt im Set zwei Scheinwerfer. Also ich sag mal die Verglasung in Anführungsstrichen. Die wird danach hier vorne drauf geklebt. Also für die vorderen Scheinwerfer. Und für die hinteren Scheinwerfer, wie gesagt, das liegt im Set bei. Den braucht ihr bloß zum Schluss draufkleben in der Hinsicht. Ich kann ja nochmal in den Baukasten gucken, ganz zum Schluss. Das kommt dann zum Schluss hier drauf, wie gesagt, wenn es lackiert ist. Und vergesst nicht, die Folie abzuziehen nach dem Lackieren. Ne? Also nicht, dass ihr hier das draufklebt, Folie abzieht und dann wundert ihr euch. Also drauf achten. Dann haben wir hier einmal aus grauem Kunststoff hier für die Rückleuchten bzw. für die hinteren Blinker. Hier Blinker, Rückleuchten, Rücklicht, die Einsetzer. Von der Größe her 3 mm. Ich kann mal in Messschieber holen und dann können wir mal nachgucken, welche LED-Größe ihr hier braucht. Ich habe das in der Beschreibung gelesen, also da stand was von 3 mm, ja, knapp über 3 mm. Also hier hinten müssen auf jeden Fall 3 mm LEDs rein. Also wenn ihr da irgendwie einen Satz euch kauft, müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr die richtigen LEDs kauft. Ja, die gibt es ja paarweise als Viererset oder als Komplettset von diversen Herstellern, solche Sets. Die können ihr dann einsetzen. Hier
Das ist für die Front. Blinker. Ja, und die zwei Scheinwerfer. Einmal Abblendlicht und einmal normales Scheinwerfer. Würde ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal. So, hier, das müssen wir abtrennen. Weil sonst kommen wir ja rechts und links nicht ran. Kann man hier noch schön machen. Da muss ich jetzt wieder mein Balsammesser holen, damit ich das vernünftig machen kann. Also Hobbymesser raus. Na, das ist mal wieder nicht das Schärfste, was ich hier habe. So, Nummer 1. Habe ich wieder mal das nicht das Schärfste gefunden, was ich hatte. So, perfekt. Das kann ich schon mal abmachen. So, und dann wird es von innen, also wie gesagt, zuerst kommt hier jetzt der Scheibenaufkleber drauf. Also hier, der runde. Der runde übrigens, der ist nicht ganz rund. Also dann, man hat das schon angepasst, genau auf das Maß, so wie die Scheinwerfer sind. Ja, also man sieht, ne, nicht ganz rund. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade unterbrochen worden bin. Wo war ich stehen geblieben? Hier bei diesen Lichteinsätzen von Tamiko. Dann werden wir doch gleich mal sehen, wie die passen. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Aber wenn es bei mir passt, dann passt es auch bei euch. Erwähnt hatte ich es ja schon, für die Porsche 911 GT2 Karosse kommt genau, also rechts und links ist hier natürlich verschieden vorne. Passt hier genau rein. Ich schau mal, wenn ich von innen hier reingucke, oh, da ist auch keine Luft zu sehen, also zu spüren. Wir drehen das mal rum. Also ich drehe das hier mal rum. Und dann seht ihr, wie schön das hier drin liegt. So, hier oben die zwei Einsätze für die 5mm Lampen und hier unten für den Blinker, für die 3mm Blinker. Das ist noch wichtig zu wissen. Auf der anderen Seite werden wir das auch gleich hier testen, ob das passt. Na, das sieht doch schon gut aus. Und von vorne so. Also wenn ihr nicht gerade wie ich jetzt hier eine transparente Karosse habt, wird es natürlich durch die Farbgebung, also sprich durch die Lackierung, alles verdeckt. Hier jetzt der Scheibenaufkleber, also der Lampenaufkleber drauf vorher. Erstmal lackieren die Karosse. Nachdem ihr die lackiert habt, könnt ihr den Scheiben oder diesen Lampenaufkleber entfernen. Dann könnt ihr hier den Einsatz befestigen mit doppelseitigem Klebeband. Und zum Schluss, wenn ihr lackiert habt, wenn ihr alles fertig habt, könnt ihr die Schutzfolie abziehen und hier die Attrappe draufkleben, damit das halt, damit man halt so ein Blinkerglas erkennt. Deswegen liegt das jetzt hier noch mit bei Tamiko. Auf der Rückseite gibt es keinen Aufkleber, der ist im Set mit bei. Da schauen wir gleich mal, wie das passt. Aber hier, ihr seht, genauso formschön, beziehungsweise tut sich hier schön anpassen an die Karosse. Muss man so hindrücken, dass es wirklich symmetrisch ist. Aber das sieht schon gut aus, auch hier genau darauf abgestimmt. Und hier kommen insgesamt 8 LEDs rein. Also einmal die Blinker, Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, ja, und Bremslicht. Jetzt muss man bloß noch einen passenden Satz haben. Habe ich leider nicht. Also ich habe zwar so einen Satz jetzt gerade da, aber stelle gerade fest, ich habe hier nicht die 3mm LEDs. Also wäre es interessant, welchen Blinkersatz man hier dafür benutzen muss, der hier auch wirklich passt. Oder man nimmt halt ein fertiges System und muss noch die LEDs austauschen. Die sind ja meistens vom Stecksystem Plug and Play, also man kann das ja meistens problemlos austauschen. Und dazu habe ich meinen Versuchsaufbau gemacht. Und mein Newton, also Chassis ist nicht ein GT2, ist nicht der Kern 02 drunter, sondern der neue
Ja, nur drei. Sorry, ne? Ich habe ja noch die GoPro drauf, also ich habe hier quasi mein Kameraauto dafür benutzt. Und zwar gibt es hier von, gibt es übrigens auch von Killerbody. Ich habe hier so einen Satz, LED-Satz von Team Associated genommen, weil ich den rumstehen hatte, einfach zum Testen. Das Schöne an der Sache ist, man hat vorne Licht vorne, Abblendlicht, Bremsle, Blinker, Bremslicht, habe ich alles jetzt und Rückfahrscheinwerfer glaube ich auch noch. Das ist alles hier möglich und zwar ganz simpel gelöst. Man tut das Servo und den Fahrregler hier in dieses System stecken. Das sind hier dieser Stecker und der darunter ist. Einmal Servo und der Futaba-Stecker hier, das ist der vom Fahrregler. Und als nächstes hier die zwei Stecker, die kommen dann in den Empfänger rein. Also sprich einmal zum also vom Servo in die Control-Unit und dann der Ausgang zum Servo-Anschluss, also Kanal 1 vom Empfänger. Und beim Kanal 2 ist ja der Fahrregler, da auch einmal hier rein und dann hier rüber zum Empfänger. So, und damit ist das quasi miteinander gekoppelt. Das heißt, Gas- und Bremsbefehle werden an die LEDs weitergeleitet. Die Einheit ist so getaktet bzw. so eingestellt. Und beim Blinken ist es nichts anderes. Das kann ich euch zeigen. Einschalten das Ganze. Strom ist schon an. So, LEDs gehen kurz an alle, bzw. sind hier an. Und jetzt müsst ihr mal drauf achten hier. Also wir haben hier einmal sagen wir mal, die Bremslichter und das Licht vorne und ich glaube, das ist das Abblendlicht. Und Lenkung noch funktioniert nicht. Jetzt gebe ich mal Gas. Also ich habe es aufgebockt. So, die Frontscheinwerfer, die bleiben an und die anderen blinken. Kann natürlich sein, dass ich hier die Feuerwehr gewählt habe. Also es gibt ja verschiedene Sets. Und wenn ich rückwärts fahre, dann gehen die Rückfahrscheinwerfer an. Und wenn ich blinke, also wenn ich lenke, hier einmal für die rechte Seite die Blinker, zwei Stück. Und für die linke Seite, boah, ich gehe mal zur Seite, für die linke Seite, ich hoffe ihr seht, so sind die Zweier. Muss ich mir bloß merken, wo links und rechts ist, damit ich hier ja nichts an der Karosse, ja, also damit ich es hier nicht verwechsle. So, am besten, ich lasse das an, also ich werde es jetzt anlassen, also um das zusammenzubauen. Wie gesagt, zuerst, ganz wichtig, Scheibenaufkleber dran, vorne und hinten. Also die Aufkleber hier für die Scheinwerfer, beziehungsweise hinten für die Bremslichter und Rücklichter. Dann Karosse muss lackiert werden. Nach dem Lackieren könnt ihr das wieder entfernen. Und dann könnt ihr oder dann werden die Einsätze hier montiert. Jetzt gucken wir mal rechts und links. Das sind die für links. Mal gucken, wo links ist. Links ist, wo der Daumen rechts ist. Und zwar so. Und das hier ist links. Dann können wir hier nämlich den ersten Blinker hier reinsetzen. Und zwar kommt er hier unten hin. Da, wo das Blinklicht hin muss. Und interessant natürlich, 3 mm genau passend. Also hier passt es genau. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Tamiko hat hier keine Schrauben dabei gelegt. Ich habe hier Schrauben gefunden. Aus meinem alten Town Truck ist da was übrig geblieben. Kann man hier eine kleine Schraube nehmen und eine Scheibe. Und das hier, hier sind zum Glück schon Löcher vorgebohrt. Und dann können wir das einfach bloß da rein machen. Also einfach bloß festschrauben, wenn denn das nicht wegbricht. Die Scheibe muss jetzt nicht so übermäßig groß sein, weil der Lampeneinsatz gleich daneben ist. Wir wollen hier okay einen Kurzschluss machen. Ja, lieber nicht, die ist ein bisschen groß, die Scheibe hier. Gucken, ob ich eine kleinere finde. Ansonsten lasse ich das mal weg an der Stelle mit der Scheibe.
Da müssen wir eine noch kleinere nehmen, weil mir ist das hier zu unsicher, weil die zwei Pole relativ nah beieinander sind. Und ich glaube, die Schraube an sich, die würde nicht passen. Okay, dann mache ich das erstmal in dem Sinn. Aber so ist, so zumindest könntet ihr das machen, indem ihr halt eine kleine, das war jetzt eine M2x6, Schraube nehmt. Das könnte ein bisschen kürzer sein an der Stelle, ne? Also M2x4 vielleicht. Am besten so eine kleine Schneidschraube. Ich nehme hier Glasfaserband und wer hier das Kabel, mal gucken, wie das ist. Das wird hier unten lang geführt. Sage ich einfach mal so. Das muss man dann später, wenn es im Fahrzeug schon montiert ist, also festgeklebt ist, macht sich das wieder einfacher. Dann kann man das genau in die Karosse so legen, wie man es braucht. Ich mache das jetzt einfach so. So, damit habe ich den ersten Blinker fertig. So, auf der anderen Seite muss ich es natürlich genauso machen. Das will ich auch gleich nehmen. Das Glasfaserband muss an der Stelle gar nicht so lang sein. So. Auch wieder ganz normal reinschieben. Zur Seite drücken. Und dann gucken wir. So. Und dann führe ich das da lang, weil da geht es zur Mitte der Karosse. Das ist dann die Frage sowieso, wo man es dann später lang führt. Da hatte ich gerade gesagt, ob man es an der Karosserie-Seite hier den Strom lang legt und dann nach unten baumeln lässt, Richtung Fahrregler. Man kann ja auch noch Verlängerungskabel einbinden, aber die Kabel sind hier relativ lang. Das sollte so funktionieren. Okay. Ja, jetzt haben wir das blaue Licht und das weiße Licht noch. Und das wird jetzt hier in der Mitte eingefügt. So, bereite schon mal hier das Klebeband vor, damit ich gleich die passenden Streifen schon griffparat habe. So, zumindest jetzt hier 2-3 Stück schon mal. So. Hier ist es jetzt egal, ob ihr rechts oder links nehmt, weil das ist jetzt hier nicht seitengebunden. Nehme ich mal unten die weiße. Jetzt zeige ich euch das mal mit der Schraube und der Scheibe am besten. Wobei hier wahrscheinlich das mit dem Klebeband auch wieder die bessere Lösung ist. Weil ich sehe schon hier das eine Problem auftauchen. Also passt wunderbar rein. Ich habe hier, wie gesagt, eine M2x6er. M2x4 würde auch reichen. Aber, also die Scheibe, das passt auch hier. Also die rutscht nicht raus, aber ihr seht, die ist locker drin. Also ihr müsst noch irgendwie einen Plastikeinsatz dazwischen, dass die LED quasi reingeschoben wird. Ansonsten sieht das Ganze ja so hier aus und es schiebt sich hier so hin und her. Deswegen macht sich das mit der Schraube zwar gut, dass das nicht rauswandert, aber andererseits ist es dann doch mit dem Klebeband wieder besser, weil dann bleibt es in Position. Ja, wenn man das hier da vernünftig verlegt, sollte das eigentlich passen. So, mit den Kabeln hier aufpassen. Sagt, wenn man das hier ein bisschen zieht, dann sollte die auch nicht rauswandern. Aber nicht zu stark knicken das Ganze. So, auf der anderen Seite, also beziehungsweise hier oben, kommt jetzt die zweite, die blaue. Kabel führen wir jetzt nebeneinander. So. Und jetzt nehme ich mein Glasfaserband und befestige hier jetzt die LEDs. Und dann sieht das bei mir so aus. Und von vorn so. Wenn ich jetzt lenke, na, das sieht doch schon gut aus. So, das gleiche muss ich jetzt für die rechte Seite machen. Heißt, muss darauf achten, wo ich jetzt hier die LED hinmache. So, oben blau. Unten weiß. Auch wieder.
Wo habe ich das hier verlegt? Haben wir ja gleich verlegen hier. Also einmal rumdrehen. So. Und ich fixiere das auch wieder mit dem Glasfaserband. Ja, das ist meins, was ich eigentlich zum Akku befestigen nutze, aber Akku befestigen ist ja nicht mehr, weil die haben ja die meisten neuen Tourenwagen, haben ja alle einen Akkuhalter, was man mit einem Schraubendreher machen kann. Okay. So. Jetzt sieht das Ganze so hier aus. Rechts rum blinkt, links rum blinkt auch. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir die links mit links nehmen und rechts mit rechts. Also, ihr wisst schon, wie ich es meine. Also die linke für hinten mit der linken von vorne und genauso umgekehrt. Nicht, dass wir hier das Problem kriegen, dass es praktisch über Kreuz blinkt. So. Jetzt gehen wir auf die Rückseite. Wir können das hier schon so lassen. Gehen jetzt auf die Rückseite. Ja, hier war das Problem, habe ich ja schon mal erzählt. Wir haben hier 3 mm LEDs. 5 mm LEDs, 3 mm Bohrungen. Und das passt nicht. Also leider schade. Also da müsst ihr darauf achten, dass ihr hier hinten wirklich 3 mm LEDs habt. Weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Jetzt gibt es hier ein. Ist ja ein ganz normales Stecksystem. Ich komme jetzt gerade nicht so auf den Namen, vielleicht blende ich es ein, wie der Stecker heißt. Aber dieser Stecker hier, das ist eigentlich so ein typischer, was auch Tamiya hat, beziehungsweise halt auch andere Firmen. Und da könnte es sein, dass das auch von anderen passt. Und dementsprechend könnt ihr die Kabel nutzen. Mal gucken, ich habe hier zufällig passend. Aber auch wieder unterschiedliche von Killer Body. Ein Set. Natürlich muss man mit der Spannung aufpassen, dass das funktioniert, aber das funktioniert hier nicht mit denen. Also am besten, ihr nehmt das dann immer vom gleichen Hersteller. Aber passt jetzt nicht, weil falsche LED-Größe. So, funktioniert. Wie gesagt, darauf achten, dass ihr auch wirklich die richtigen LEDs 3 mm habt. So, damit wir hier nicht durcheinander kommen, gucken wir nochmal rechts rum blinken. Okay, also rechte Seite kommt hier das Blinklicht rein. Hier genauso. Kommt das dahin? Sollte eigentlich hier passen. Ach ja, passt hier schmatzend, saugend. Und hier ein bisschen klemmt ein bisschen, aber funktioniert. Braucht man hier sogar gar nicht mal mit Klebeband machen, aber sicher ist sicher, dass man ein kleines Stückchen zumindest das absichert. Wenn das wirklich ein bisschen zu klein, zu eng sein sollte, dann könnt ihr das natürlich mit einem Karosseriebohrer, Karosserielochbohrer oder mit einem kleinen Bohrer halt aufreiben oder mit einer Reibeale. Das ist jetzt hier weniger ein Problem. Dann haben wir hier die Seite. Hat geblinkt. Und auf der anderen Seite machen wir den anderen Blinker rein. So, passt. Ich lasse das jetzt hier mit dem Klebeband links rum. Blinkt auch. Wie lösen wir jetzt das mit den Lichtern? Können wir nicht lösen, weil ich habe jetzt hier nichts Passendes da, außer ein Stückchen Klebeband. Und versuchen, die Rücklichter hier irgendwie einzubringen. Ja. Ist jetzt aber wirklich nur also eine Notlösung. Also nicht jetzt hier denken, ihr könnt das hier auch so machen. Ist jetzt wirklich nur als Notlösung gedacht. Mal, um das zu zeigen, dass das hier durchleuchtet. Kann man natürlich auch noch mit den anderen machen.
Aber das ist jetzt hier keine Dauerlösung. So, ich werde jetzt mal kurz das mit dem doppelseitigen Klebeband machen und in die Karosserie reinkleben, damit ihr das seht und damit ich das auch selber sehe, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie das Ganze aussieht, wenn das eingebaut ist. Es ist noch nicht lackiert. Okay. Aber darum soll es jetzt in dem Moment nicht gehen. So. Kann man hier noch ein Stückchen hinmachen. Mal gucken, wie so alles passt. Beziehungsweise ob das so gewollt, sage ich einfach mal, ist. So. Vergessen hier abzumachen, das hält natürlich nicht sonst. Da gleich richtig versuchen, gleich richtig zu positionieren. Also erstmal nur leicht. Ansonsten kann das sich noch sitzt das nicht vernünftig. Da unten sitzt das schon mal. So, und so sollte das dann fast aussehen. Wir können ja mal von der anderen Seite gucken. So, und fertig. So, damit haben wir jetzt hier die erste Seite schon mal drin. Und auf der anderen Seite von vorne sieht das dann quasi so aus. Na, jetzt müsst ihr euch noch hier den vorstellen. Und dann sieht das doch klasse aus. Und das kommt jetzt noch auf die andere Seite. Und von hinten kommt jetzt das Gegenstück drauf. So. Und was mir eingefallen ist, ich habe hier noch so ein anderes Tesaband, was, ja, vielleicht eine Alternative, auch wenn ich vielleicht auf den Deckel kriege, das ist noch schmaler, also noch hier, ihr seht, das ist noch flacher zu dem. Ich glaube, das ist ganz normales Teppichklebeband. Wäre eine Alternative noch, um die Teile hier zu befestigen. Und vor allen Dingen Weiß hat wieder den anderen Effekt, dass wenn man jetzt eine helle Farbe drüber lackiert, also was Helles, dass man das nicht wirklich sieht. Aber schwarzes Klebeband würde man schon eher sehen. Deswegen denke ich mir mal, könnte das eine Alternative sein für Leute, die helle Karossen, also praktisch einen helleren Farbton nehmen. Und dadurch, dass das hier nicht so dick ist, passt das noch besser. So, mal gucken, ja, das so halbwegs richtig machen. Ja. Schön eindrücken. So. So sieht das quasi jetzt von hinten aus. Mit den Kabeln muss man natürlich immer wieder aufpassen. Wegen der Länge. Dass wir da gut hinkommen. Ich muss jetzt das Auto, glaube ich, mal ein bisschen in die Mitte schieben. So. Dann kann ich hier die LED, glaube ich, noch befestigen.
die klebe ich mal daneben. Zeige ich euch gleich nochmal näher. So. Habe ich jetzt so, ich hoffe, man sieht es. Ja, provisorisch gemacht. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ah, man sieht hier die Weiße nicht so ganz durch. So. So, und wenn ich jetzt rückwärts fahre und dann rechts blinke, also rechts blinke und dann seht ihr, das sieht ja schon mal gut aus. Und jetzt auf der anderen Seite blinkt da links. Das funktioniert auch. So, Blinker links nochmal. Blinker rechts. Da unten sieht man es. Bevor ich jetzt hier weitermache und den linken Einsatz einbaue, muss ich dann natürlich den wieder rausnehmen, hinten genauso rausnehmen. Dann mache ich hier die Aufkleber drauf, lackiere die Karosse. Dann wird hier die Schutzfolie entfernt. Dann werden hier die Lichter wieder, also die Einsätze von Tamiko wieder montiert. Und dann Schutzfolie entfernen und dann können hier die Aufkleber für vorne drauf. Dann können für hinten die Aufkleber drauf und dann ist der Lichtsatz fertig in dem Porsche 911 GT2 montiert, also für diese Karosserie. Und hier, ich habe den Dekorbogen mal rausgenommen. Ihr seht hier der Aufkleber, also der kommt quasi auf diese Stelle, die wir hier vorher abgeklebt haben. Und dadurch, dass das an der Stelle der Karosse transparent ist und dann dieser Aufkleber drauf kommt, dann blinkt das natürlich wirklich orange, leuchtet rot, wenn es bremst, beziehungsweise hier das Rücklicht in weiß.